In der heutigen Newsfolge geht es um Mercedes zeigt Lackierung für 2020er Boliden, weitere Farbe am neuen Williams. In 9 Sekunden geht es los. Hallo Formel 1 Fans und willkommen zu einem weiteren Video. Gestern Mittag hat Mercedes ihre Lackierung für den Boliden für die Saison 2020 vorgestellt. An den Frontflügel-Endplatten und an der Airbox finden sich dunkelrote Akzente des britischen Herstellers Ineos wieder. Ineos ist ein Unternehmen im Bereich der chemischen Industrie mit Sitz in London. Im Grunde sieht die Lackierung so wie 2019 auch aus und der kleine rote Stern als Gedenken an Niki Lauda bleibt auch. Der W11 wird am Freitag präsentiert, allerdings ohne richtigen Launch, sondern nur als Shakedown, also ein Filmtag mit einer maximalen Fahrleistung von 100 Kilometern. Craig Scarborough hat gestern Abend etwas auf Twitter gepostet, wo man George Russell und einen Williams-Mitarbeiter am neuen Boliden sieht. Wenn man unten rechts genau hinguckt, sieht man eine rote Farbe. Wird der FW43 also eine weitere Farbe bekommen? Hat es möglicherweise etwas mit einem weiteren Sponsor zu tun? Was glaubt ihr? Schreibt es in die Kommentare. Kommen wir zu Mikes Meinung. Manche finden Mercedes neuen Look klasse, manche rum wieder nicht. Ich finde es in Ordnung. Ich glaube, dass das Rot von Rocket kommt und ich sage euch auch warum. Rocket ist auch in der Formel E vertreten und zwar beim monegassischen Team Venturi Racing. Das Team ist seit dieser Saison in dem gleichen Rot unterwegs wie das am Boliden von Williams. Und nun zum Community-Kommentar. Der heutige Community-Kommentar kommt von BVTV17. Er fragt, aber was ist da mit Vietnam? Das grenzt doch an China. Das ist richtig, zwischen China und Vietnam liegen knappe 4 Flugstunden, aber dennoch gibt es dort Fälle von infizierten Menschen. Aber aktuell sieht es so aus, dass es unwahrscheinlich ist, dass der Vietnam Grand Prix ausfällt. Das hat Ross Brawn gestern gegenüber sportbusiness.com gesagt. Laut ihm kann die Formel 1 das Rennen im Rahmen ihres Vertrags mit dem örtlichen Veranstalter nicht einseitig absagen oder verschieben. Wenn ihr mich jetzt noch supporten wollt, like das Video. Und wer noch kein Abonnent dieses Kanals ist, kann das mit einem Klick auf Abonnieren und auf die Glocke nachholen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao.